ich unbedingt meine Anzeige verbessern. Das ist wirklich der absolute Übershit, die Fähigkeit. Ich meine, da schlachtet man sich durch ohne Probleme und wir alle wollen ja eigentlich nur wissen, wie die Story weitergeht. Das andere hat das Spiel einfach für mich nicht. Die Story ist ganz nett, besonders wegen Esteban, aber sonst ist es jetzt für mich nicht so das Wahre. Weil die Gegner einfach hier viel zu gleich agieren. Und ich eigentlich immer nur X und Y drücken muss. Was ich auch so ein bisschen schade finde, dass Esteban, wenn ich im Höllenfeuer bin, er verwandelt sich ja auch, aber er nutzt keine Fähigkeiten. Mir ein bisschen, ja, traurig. Esteban, komm und hilf mir hier bitte. Komme schon. Wie bist du so schnell darüber gekommen, Esteban? Drücken, 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 drücken. ETF. Gott. Ich dachte schon, ihr wäret desertiert. Ich gehe nirgendwo hin. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe. Nein, Esteban steht direkt vor mir. Esteban, bitte. Ernsthaft? Ja, gut. Die Mission ist echt nicht so wirklich doll. Schneller. Eigentlich hätte er Esteban hier schieben müssen. Was ist das für ein Sklave? Naja. Ah, neue Freunde. Neue Spielkameraden. Usch, was war das? Hab ich auch nicht gesehen. Den kennen wir. Bats. No one mess around with dance. Ich dachte eben schon, der steht wieder direkt vor uns und ich komme nicht durch. Jetzt ist da wieder ein Tor, wo wir wieder irgendwas machen müssen. Ernsthaft? Mann, bin ich froh, dass ich das mit Xbox Controller mache. Geht Dance ran? Nö. Hä? Ich kann es gar nicht mehr schieben. Und jetzt? Okay. Oh nee, jetzt müssen wir wieder außen rum. Das Ganze geht noch länger, als ich gedacht hätte. Sterb, Eindringlinge! Irgendwie haben wir so die Sklavenrolle vertauscht, November und ich. Was war das für ein Combo? Das war merkwürdig, aber effektiv. Oh, da ist ein Geist, eine Seele. Diese Waffe ist in einem guten Zustand. Geil, ich habe alle Seelen gefunden. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Aber noch keine Kiste und ein Kreuz und so ein Kram. Also ich bin echt kein gründlicher Spieler.
So, frische Waffen habe ich jetzt auch. Machen wir mal das Turli auf. Oh, da hinten habe ich eine Kiste erspäht. Die hole ich mir. Das war der Axelschlachter. Axel- und Halsschlachter. Das ist der Gedärme, Zerstückler und Kombomacher. Und das ist der Treten und Plündern. Esteban, ich brauche deine legendäre Kraft. Ich bin sofort bei dir. Lasst euch Zeit, Jungs. Wir haben den Segen des Herrn. Es ist ein Wunder. Ach, Dias, wenn du weiterhin solche Idioten mit deiner Armee beschäftigst, wird dieser Kreuzzug sehr, sehr kurz. Ja, wir sind die einzig fähigen Leute und Esteban ist der Einzige, der überhaupt irgendwie rafft, dass wir voll ins Verderben rennen. Ich meine, er ist Spanier. Ach nein, ich muss den töten. Ich hab gedacht, ich könnte ihn ignorieren. Ey, den tötest du mir nicht. Der Soldat bleibt bei mir. In your balls. Mission hat dann doch länger gedacht als gedauert als erwartet. Oh nein, schon wieder. Die sehen auch alle gleich aus. Auch erst wenn sie im Untoten-Modus sind, auf einmal Kopftücher haben. Gott, die haben irgendwelche Kopftücher auf. Warte, da sieht man's. Seeräuber-Modus. Während ich zum Teufel werde, werden meine Gegner zu blutlüsternden Seeräuber. Ah, hier ist ja noch einer. Nee, alle tot. Die Ballista blinkt wieder. Das heißt, wir können wieder vorwärts. Aber da ist schon das nächste Tor. Sich der Soldat da irgendwie nichts denkt. Ich meine, plötzlich regnet das Feuer und wir haben Hörner. Ja, und jetzt? Ach, das war's. Feierabend. Ja, da haben wir wieder eine Mission geschafft und jetzt geht es endlich in Richtung Halbinsel. Bin mal gespannt, was da auf uns so wartet und wir bekommen ein A. Sehr gut, so mögen wir das. Wir sehen uns im nächsten... In der nächsten Mission. Also, bis später.